Wow, so sieht der Rose Tower also von innen aus. Der ist so riesig, da wird einem fast schwindelig. Wusstest du, dass der Rose Tower angeblich auf einer Energiequelle gebaut wurde? Deshalb kann man an der Spitze des Gebäudes auch Pokémon Dino maximieren. Ah ja. Aber was viel wichtiger ist, ich hoffe schwer, dass man mit dem Aufzug bis ganz nach oben fahren kann. Der Rose Tower hat nämlich sage und schreibe 100 Stockwerke. Na, hoffentlich nicht. Ich will alle Stockwerke erforschen. Mir wird der Aufzug fährt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich Endstation für euch ist. Alarm, Alarm, Eindringlinge gesichtet. Mitglieder des Personals sind verpflichtet, unbefugte Gäste unverzüglich zu entfernen. Gehört, die Anweisungen kommen von Olivia, also muss ich sie befolgen. Wenn ich euch vertreibe, gibt es bestimmt einen fetten Bonus für mich. Naja, dann versucht das mal. So, Tom von Makrokosmos. Habe ich nicht noch ein Pokémon, oder? Das war schon, jetzt verliere ich schon wieder Geld. Mit jeder Niederlage weiter in die Miesen. Tja. Da geht der Hindernbonus. Aus der Traum vom eigenen Haus. Wir wollen zu Lizard-Präsident Rose. Sag schon, wo finden wir ihn? Nehmt einfach den Aufzug. Der Präsident hält sich an der Spitze des Gebäudes auf. Yeah, gleich sind wir am Ziel. Halt durch, Bruderherz. Wir kommen. Komm, Marci, weiter geht's. Moment. Hast du nicht schon irgendwas entwickelt? Kostur so, genau. Was ist das? Da so, zickzacks. Weiter geht's. Haben wir einen Aufzug. Okay. Und jetzt? Achso. Ich bin gerade im Aufzug. Ich dachte, hä? Also noch für ganze Türen. Wow, das geht ganz schön weit nach oben. Oder auch nicht. Jeden 10. Stockwerk erwartet uns irgendwer. Hey, Moment mal, warum halten wir hier an? Wir sind doch noch gar nicht an der Spitze. Und zwar sogar ein Doppelkampf. Jetzt war es der Arena-Challenger, nicht wahr? Danke für eure Teilnahme. Wir können auf keinen Fall zulassen, dass ihr hier Ärger macht. Nicht zuletzt zum Schutz unserer Tochterfirmen, die auch ihren Sitz hier im Rose Tower haben. Dieser Aufzug wurde von einer dieser Firmen gebaut, Makrokosmos Construction. Er ist groß und stabil genug, um darin Pokémon-Kämpfe auszutragen. Okay, cool. So, Mona und Joelle. Gupfantieren von Zong. Einmal erste Entwicklung, einmal zweite Entwicklung, okay. So, darf ich Bronzong machen? Dann ist der gleich mal weg. Nochmal mit der. Es hat natürlich lang kein Problem mehr. Du kannst sicher eine Bodenattacke gegen Kupfantier ansetzen, nehme ich mal an. So. Klagen, nö. Schaufler, ja. Doch nicht. So, Body Slam. Naja. Dafür du kannst eine Bodenattacke, aber wohl nicht. Ja. Muss dann aber mal die AP aufstocken ein bisschen. Langsam geht's da ein bisschen dem Ende zu. So, beide besiegt. Wenigstens konnte ich beweisen, dass dieser Lift auch einen Pokémon-Kampf standhält. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als Makrokosmos Constructions. Ja, auf jeden Fall ziemlich viel Geld, liefert ihr ab. Sehr nett, wir haben verloren, also bleibt uns nichts anderes übrig, als euch durchzulassen. Aber ich muss euch erneut bitten, nicht den Liga-Präsidenten bei seiner Arbeit zu stören. Der Aufzug hier im Rose Tower besteht eigentlich nur aus einer beweglichen Plattform. Da dies unter normalen Umständen Risiken mit sich bringen würde, werden als Schutzmaßnahme diese Lichtwände erzeugt. Die wärmsten Empfehlungen von Makrokosmos Constructions. Okay. Vielen Dank dafür. Na toll, wie es aussieht, kann das Personal den Aufzug einfach so von außen anhalten. Dabei wollten wir doch so schnell wie möglich ganz nach oben. Unsere Pokémon haben sich echt gut geschlagen. Ich mache sie schnell wieder fit. Ja gut. Alles klärchen, dann brauche ich meine AP doch nicht aufstocken. Dann macht das ja Hopp für mich.
Hi, warum schaust du so? Ah, Tau. Der Rose Tower ist insgesamt 300 Meter hoch. Wir befinden uns hier auf der 150 Meter Marke. Ja, jetzt schon. Dieses Stockwerk ist der Sitz der Firma MC Versicherungen. Ich hoffe für euch, dass ihr gut versichert seid. Makrokosmos Versicherungen, meine Mann. So, Karl und Georgia. Klick, Klack und Flunkiefer. Dauerte. Sowas. Sowas Albernes. Mach mal Klick, Klack von Karl. Weg. Du kümmerst dich schon um die Georgia, oder? Marelle Rakete. Klar, machen wir das. Ja, machen wir das. So. Toxilam, immer keine Attacke. Warum Body Slam, Alter? Paralysiert ist ja ganz gut, ist schon schön, aber. Naja. So, haben wir rausgetrunken. So. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als MC Versicherungen. Legt man 100 Maschocken nebeneinander, ergibt das eine Strecke von 150 Metern. Okay, cool. Zu wissen. Hey, Zickzacks. So. Hallo, Lageradax. Perfekt. So, was steht da? Entwickelt sich in der Nacht mit Level 35. Aber wann ist es bei mir Nacht? Sieht man draußen, ist es irgendwie Nacht, finde ich. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass die Nacht, der Tag-Nacht-Rhythmus erst kommt, wenn ich den Champ besiegt habe. Am Anfang ist das irgendwie noch komisch oder so. Da steht überhaupt nichts davon, oder so. Nö, keine Ahnung, wie das da auf dem englischen Ding funktioniert. So, Sprinter-Pokémon. Mit seiner langen Zunge provoziert es seine Beute, bis diese vor Wut kocht. Danach rammt es sie mit voller Wucht. So, jetzt aber Wucht. Macht Hevia gern. Volltreffer Quote. Packe weg. In meinen letzten Streams mindestens einmal niesen immer. Letzten zweimal fast ganz am Anfang. Jetzt ist noch fast nach 3/4 Stunden. Na gut. Whatever, warum auch immer. So. Yondragi, Ogre-Skorpions-Pokémon. Ah ja, sein Gift ist stark, aber setzt es nur selten an. Ist er richtig wütend, schlägt es mit voller Wucht zu, die selbst Autos zu Schrott verarbeitet. Ah ja. Ja, noch was im Auge. In Wirklichkeit leide ich unter Höhenangst, so dumm, dass meine Versicherung für Niederlagen bei Kämpfen nicht aufkommt. Tja, ziemlich doof, ja. Muss ich sagen, so, jetzt will ich kein Pokémon wechseln noch, aber es geht leider nicht. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Spitze, aber wir lassen nicht zu, dass ihr einfach so den Liga-Präsidenten überfallt. Ich habe keine Höhenangst. Als Angestellter von Makrokosmos Airlines könnte ich mir das auch gar nicht leisten. Okay. So, Jody und Nate. Carlos und Flunschlick. Und der wieder mit Body Slam gegen den ganzen Stahl-Pokémon. Okay. Wie du willst. Okay.
Perfekt, hat auch nicht besiegt. Schade. So, natürlich kann der auch Leben probieren. Na genau, ich kann sinken, natürlich. Welche denn auch sonst? So, ja, Flugschläge hätte ich gleich wegmachen können. Wurscht. Nö. Nochmal Body Slam, nicht irgendeine andere Attacke, die wenigstens ein bisschen besser ist. Dann mache ich halt auch Kopf und so. Boom. Nö, nicht Erholung. So, das war's mit Nate und Jody, glaube ich. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als Makrokosmos Airlines. Wenn man mit dem Lift nach oben fährt, hat man das Gefühl zu schweben. Ah ja. So, ich kriege so viel Geld von euch. Bildet euch bloß nicht ein, ihr könntet zum Liga-Präsidenten vordringen, denn dafür müsstet ihr erst an ihr vorbei. Das ist völlig unmöglich. Der Stockwerk von Liga-Präsident Rose befindet sich an der Spitze des Rose Towers, weil er auch an der Spitze der Firmenhierarchie steht. Wow, das ist eine tolle Idee. Da werde ich nicht drauf kommen, das so zu machen. Jetzt kann es nicht mehr was sein. Bloß nicht schlapp machen. Yeah. Wir gehen mal kurz Pokémon wechseln. Darf ich das noch vorher, bevor ich irgendwo hinkomme? Da ist die Olivia. Darf ich kurz... Ah ja, darf ich sogar. Okay, gut. So. Müssen wir da einen Doppelkampf machen gegen die? Oder muss ich da alleine kämpfen? Oder wie sieht es aus? Keine Ahnung. Thermopod entwickelt sich einfach mit Level Up. Ah, genau, Gyarados ist trotzdem dabei weg. So, Vitora entwickelt sich auch irgendwann. Ich versuch's einfach mal. Keine Ahnung, wie es läuft. 65, das sollte eigentlich klappen. So, auf alles gefasst, Marcy. Ja. Achso, willkommen auf dem Stockwerk des Liga-Präsidenten. Wir befinden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Es ist euch also tatsächlich gelungen, mein Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Und das offenbar ohne große Mühe. Ich hätte es wissen müssen, immerhin hat der Champ so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Denn eines sollte euch mittlerweile klar sein. Ich lasse es unter keinen Umständen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stört. Dich nehme ich mir zuerst vor, Marcy. Wenn ich dich besiege, wird der Champ völlig am Boden zerstört sein und den Liga-Präsidenten aus der Hand fressen. Puh. Hier auf einmal so aggressiv. Olivia von Makrokosmos fordert mich raus. Forstedia, ja? Das ist schon mal ein guter Anfang. So. 50, ja, seht ihr, noch immer 5 Level unter mir, 15 sogar. Und außerdem bekomme ich gleich ein Level ab, also. Na, du traust dich ja was. Wie kannst du nur von meinem. Wie kannst du nur meine Pokémon verletzen? Tja. Achso, na so knapp steht doch nicht von meinem Level ab, wie ich gedacht hatte. So, Milotic, das ist natürlich doof. Ja, nein, habe ich leider nichts dagegen. So, soll ich jetzt schon? Den Angriff nochmal, das sind die Tiefe des Ziels. Den Angriff, den Status hatte. Und da war alles wenig, oder? Ja, ich glaube schon. Machen wir gleich mal Dynamax, weil ich weiß nicht, was die heute so für ein Pokémon hat. Jetzt schon mit Melote kommt, dann könnte es sein, dass die nicht mehr so viele Pokémon hat, gegen die man Libello schwach ist. So, 402 KP und ich glaube nicht, dass da das Melote da mit einem Wasserangriff viel machen kann, wenn man 402 KP. Der Angriff ist natürlich nicht der stärkste, aber
Kein Problem. Unbeugsamkeit. Spezialangriff steigt stark. Willst du mich ärgern? Ah, okay, Bodyguard, aber nur. Okay, danke. Geht sich das aus mit Dina Frost? Nein, das ist so viel schwächer. Ich will halt, dass halt irgendwas passiert. Das braucht dazu. Für die Verteidigung der Mitstreiterseite zum Beispiel sowas. Weil hier sinkt die Initiative das Ziel. Und wenn das dann eh weg ist, das Ziel, dann ist das auch nicht mehr so wichtig. Versuchen wir es einfach mal. Ich weiß nicht, wie stark das jetzt ist. Wie viel Schaden wir da machen können. Okay, geht sogar aus. Perfekt. Und jetzt haben wir unsere Feuerattacken stärker einfach. Also. Kann ich mir nicht mehr wünschen. So, Melotic ist halt ein doofer Gegner, wenn ich wirklich nur Pizza-Klammer. Ja, ich hab grad's vorher am besten, na egal. Jetzt war ich zuvor Alex und Oxel war Level 30, das geht sich auf jeden Fall noch aus. Amphira, ja. Habe ich nichts dagegen. Ist der Unlicht und Feuer oder nur Feuer? Na, ist egal, ich mach einfach mal die Faust. Das hat's noch. Okay, nein, das hilft nicht sehr viel. Nicht sehr effektiv. Ah, okay. Das war ein Volltreffer. Aber egal, dann kann ich meinen Angriff noch erhöhen. So. Genau, dann meinen Angriff auch noch erhöht. Passt. Was ist das jetzt? Was ist das denn für ein Ding? Oder vielleicht auch Fee? Fragezeichen? Ein Kampf schon nicht so wirklich ist. Keine Ahnung. Feuer auf jeden Fall. Musik? So. Royal, das ist perfekt. Weil meine Feuerattacken stärker sind. Super. So, jetzt habe ich den Level-Up auch noch. Im letzten Pokémon, dass die sich ziemlich sicher die noch maximiert. Bonitox. Ah ja. Das ist mein letztes Pokémon. Echt, ich drehe gleich durch. Ach, jetzt erst gleich, ja, okay. Das, was jetzt gerade die ganze Zeit ist nicht durchdrehen, okay. Sollte mal kurz schauen. Ist er noch so? Nein, okay. Weil nichts da steht. Mal steht immer da hier. Sonnenschein und so. Möchtest du etwas Großartiges sehen? Gigadynamax auf dem Rose Tower. Ach, Gigadynamax sogar. Nice. Was ist mit der Alten los? Da hat ein Kinderspielzeug, eine Pokepuppe, ein Delegator, ein Auto, ein aufziehbares Schiff-Dingens mit einem Schlag. Nice. Ein Spielzeug, Flugzeug. Oh, gut. So. Bei Wirbel, nö, was nicht erlernt. Zeitunga, Toxel. Olivia wurde besiegt. Verloren. Ach, Olivia, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. So. Der Mobot entwickelt sich. Toxel auf jeden Fall auch. Das bin ich mir sicher. Mein Glas soll natürlich wieder nicht hier stehen, sondern was. So. Achso, ja, stimmt, da wollte ich ja mal kurz schauen. So, Inferno-Pot, genau, stimmt. Dann haben wir jetzt gerade kurz entfallen. Ganz kurz einen Moment. Ein Ei ist im Begriff zu schlüpfen, sagt Pokémon Go jetzt, wo ich die ganze Zeit hier rumsitze. Okay, sind so 2,5 Stunden. Und dann sind noch einmal 2. Wenn ein Sitze erzeugt, beträgt seine Temperatur etwa 800 Grad Celsius. Es bewegt seinen Körper wie eine Peitsche, um dann den Gegner anzuspringen. Das würde mich interessieren, was beim Englischen steht zum Beispiel. Ob da auch Celsius steht oder dann halt eben Fahrenheit. Ein amerikanisches
ist. Okay, der kann Gitarre spielen irgendwie. Darum heißt er Reflex, das verstehe ich's. So, das ist die Tiefform, oder? Genau, die Form. So, Punk-Pokémon. Dieses Pokémon kann 15.000 Volt starke Elektrizität generieren. Es nimmt keinen Gegner wirklich ernst. Alles klar. Also Wissen, Funkensprung natürlich. Toxel kann schon so viele Attacken. Das hat er die ganze Zeit nichts erlernt. Na, heul mal weg. So, willst du noch was entwickeln? Rihuan vielleicht? Rihuan, Mann, wie bist du dich? Hä, Rihuan? Alter, wann entwickelt sich Rihuan endlich? Rihuan 42, okay, 41 ist glaube ich gerade. Okay, so, was ist das hier alles noch? Okay, passt. Ich das mal kurz. Nochmal kurz einen Moment. Das ist gerade spannend und so. Achso, okay, gut. So, weiß ich hier, was ich mache. Perfekt. Ah, wie ist das möglich? Wie konnte ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena Challenge so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen, aber wir haben nun alle Wunschsterne, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr daran eh nichts mehr. Wow, du bist einfach nicht aufzuhalten, Marcy. Wie du dann Liberlo all diese Tricks und Kniffe entlockst, ist echt der Wahnsinn. Okay, later. Es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen für den Liga-Präsidenten zu treffen. Was zum Teufel haben die vor? Oh, kann man echt nicht ausmalen, was die machen wollen. Aber Delian, ich habe es dir jetzt schon 100 Mal erklärt. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du, das James, solltest es wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was sie sagen. Für mich ergibt es aber einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten? Als Champ sehe ich es also meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Galar-Region und nicht zuletzt ich selbst, wir freuen uns schon so lange darauf. Dann verstehst du es noch immer nicht. Du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Delian. Das ist die Galar-Region. In 1000 Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten dieses Lichterglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Ach, das kann man jetzt schon so genau sagen, dass das in 1000 Jahren dann genau in 1000 Jahren aus ist. Okay. Oder ist das nur eine Schätzung oder so? Okay, dann schaue ich mal, was für ein Pokémon schlüpft in Pokémon Go, während ich hier denkst. Okay, also. Aber jetzt mal wieder ernst. So, doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alle schaffen, Delian. Verstehe, Liga-Präsident, das ist es also, was uns in 1000 Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben mein Wort, ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ Cup morgen vorbei ist. Okay. So, ist leider ein Zweier, also wahrscheinlich ein Partyhut-Wampel oder so, schlüpft da jetzt da gleich. Nein, ein Litomit. Nein, wie ist das Ding? Wie ist das Ding? Litomit, ja. Einfach ein Litomit mal aus dem Zweier, cool. Zwar nicht sehr gut das, aber wurscht, was soll's. Muss ich ein zweites reingeben noch, damit das gleich ausbrütet. Ja. Gut. Delian, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, weil du nicht zu unserer Verabredung aufgekreuzt bist. Ja. Dich hier zu finden war alles andere als einfach. Zum Glück hat Ness uns geholfen. Und Mary und Team Yell auch. Es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger wegen mir hattest, Top. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über all das hier. Lasst uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenslust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Rose. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galas eingehen. So viel steht fest. Ein Litomit, das mal. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galas einzugehen, aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang. Okay, ganz ruhig. Wir sind doch alle Freunde. Am Abend des nächsten Tages
Es ist soweit und hast du dich auch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Du bist Mare Marcy, richtig? Entschuldigung. Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gerne zum Stadion. Hey, tun Sie ja nicht so, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner Gottrom und ich zeigen Ihnen nur zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nichts überstürzen. Ich gehöre zu den Guten. Nicht alle Angestellten der Pokémon-Liga folgen Olivias Befehlen blind. Ich habe natürlich gehört, was sie gestern zugetragen hat. Und das tut mir alles sehr leid. Olivia würde alles für den Liga-Präsidenten tun, ohne Rücksicht auf Verluste. Offenbar hatte sie zu diesem Zweck sogar extra eine Gruppe von Experten aus den Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen. Die Liga-Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. Nun gut, klingt, als könnten wir vertrauen, Marcy. So, aber jetzt ab zum Stadion mit dir. Ich will dich endlich kämpfen sehen. Jetzt schon gegen Champ oder was wird das heute? Soll ich dich zum Score-Stadion bringen? Bitte, ja. Gut, dann lass uns gleich losgehen. So, na dann. Oh, ja, okay, cool. Dann muss ich selbst reingehen. Verstehe. So, nein. Marcy, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Da werden wir im Squash-Stadion, dem krassesten Stadion in Gala. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfer hinlegen, die Welt je gesehen hat. Los, melde dich an. Nö. Ich werde jetzt mal wieder neue Pokémon ins Team nehmen, die ich trainieren will. So, zum Beispiel Klonkett natürlich und Lichtel. Das brauche ich in einem Level hier machen. So, sagen wir schon wieder was Neues. Schwester, den ganzen Tag lang die Fanlieder. Nö. Komm, Challenger, lass uns nochmal so richtig krachen. Gut, das ist nochmal das. Crash, das ist doch Marcy! Ein Traumball, bla bla bla. Ich dachte, der schenkt mir jetzt jeden Tag einen neuen Ball. Ja. Ja, ja, ganz toll. YMCA hier. Dieses Turnier ist nur von vielen Schritten auf dem Weg zum Champ. Du schaffst das ganz bestimmt. Haben wir das schon mal gehört? Hoffentlich. Ich glaube schon mal nicht. Gib alles. Team von Marcy, bla bla bla. Das kenne ich schon. Was willst du von mir? Darf ich dir die Hand schütteln? Bitte. Na klar, danke für die Unterstützung. Handshake. Danke. Ich werde mir nie wieder die Hände waschen. Na was? Nochmal Hand schütteln. Mein großes Vorbild, Marcy. Irgendwann will ich mal so sein wie du. Na. No. Ich habe schon so coole Fans, Alter. Das ist der Wahnsinn. So, Level 66. Hallo, Marcy. Wir haben dich schon erwartet. Da du beim Vorturnier erfolgreich warst, trittst du als nächstes mit 7 Arena-Lattern zum Finalturnier an. Diesmal werden sie sich nicht zurückhalten. Wenn du schaffst, das Turnier zu gewinnen, trittst du schließlich dem Champ gegenüber. Möchtest du den Wartebereich betreten? Klar. Gerne, bitte hier entlang. Kann man aussuchen, wenn ich kämpfen will oder was? So, ich bin immer noch nicht befugt. Furchtbar. Mein Ziel, gewinnen würde ich sagen. Und zwar ganz ohne Dynamax. Mir geht es um die Ehre der Bewohner von Spikeford. Ich will, dass sie wieder lächeln können. Hallo, lange nicht gesehen. Unser Kampf bei der Arena Challenge war nichts weiter als ein Test. Hier wird alles anders. Schluss mit Weichspüler, jetzt wird ernst gemacht. So, ich bin noch nicht fertig. Ich werde das Finalturnier gewinnen und mir so das Recht erkämpfen, Delian herauszufordern. Nur so kann ich mich bei Duraludon und meinen anderen Team-Pokémon gebührend bedanken. Ich treffe gleich im ersten Kampf auf Roy, das nenne ich mal Pech. Aber ich gebe mich nicht so schnell geschlagen, selbst wenn er wieder mit dem Wetter spielt. Mit der Konkurrenz mache ich kurz einen Prozess. Du wirst schon sehen, meine Pokémon und ich werden dem Publikum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich stelle mich stets neuen Herausforderungen, damit ich als Pokémon-Trainer nicht irgendwann auf der Strecke bleibe. Wenn du immerzu versuchst, über dich selbst hinauszuwachsen, ermattet dein Glanz nie. Seltsam, mein Herz rast vor Aufregung, aber das ist sicher nur Vorfreude. Die Öffnungszeremonie des Finalturniers beginnt gleich. Bitte gib dich zum Kampfplatz, sobald du bereit bist. Okay, ich würde gerne wissen. Gegen wenig kämpf eigentlich, aber klar.